Die salzige Meeresluft füllt deine Lungen. Sanft streicheln die Sonnenstrahlen deine Haut, während du barfuß über den weichen, goldenen Sand läufst. Das Rauschen der Wellen könnte beruhigender nicht sein. Es ist, als würde eine schwere Last von deinen Schultern gleiten. Es sind all deine Sorgen und Ängste. Diese Auszeit, die hast du dir verdient. Mit einem tiefen Einatmen ziehst du die frische, salzige Luft in deine Lunge und es fühlt sich an wie pure Lebensenergie, die dich durchströmt. Kinder bauen Sandburgen, lachen und toben herum. Ihre Freude ist ansteckend. Sie durchströmt dich, während du dich auf dem warmen Sand niederlässt und spürst, wie er angenehm durch deine Finger hindurchrieselt. Doch da ist ein kalter Schauer, der dir im Nacken sitzt und die sommerliche Wärme verdrängt. Ist es ein fremder Blick, der auf dir ruht? Wirst du beobachtet? Dein Blick wandert nur wenige Meter über den Sand, als du die zwei Fremden bemerkst, die dich mit ihren Augen förmlich in die Zange nehmen. Wie eisige Finger halten dich ihre Blicke in einem unnachgiebigen Griff. Du wendest schnell deine Augen ab und versuchst, dich abzulenken, dich wieder auf das fröhliche Treiben am Strand zu konzentrieren. Aber es ist plötzlich wie hinter einer schalldichten Milchglasscheibe verschwunden und du bist ausgesperrt und dem Gefühl der unmittelbaren Gefahr ausgesetzt. So als ob sich der Fokus einer Filmkamera auf dich fixiert hätte. Und war das gerade das Klacken eines Tonbandgeräuschs? Die Sonne verschwindet für einen Moment hinter den Wolken. Die Umgebung verliert alle Farbe. Wirre Schatten legen sich über den Strand und nur für einen Augenblick, einen albtraumhaften Augenblick, sieht es so aus, als würden einzelne Gliedmaßen aus dem Sand ragen, so als wären überall unter der Sandfläche Menschen vergraben oder zumindest ihre abgetrennten Körperteile auf dem Strand ausgestellt. Voll Entsetzen kneifst du die Augen zusammen, reibst sie, um sicherzustellen, dass du dir das nicht eingebildet hast. Aber als du sie wieder aufschlägst, hat sich es alles wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Du kannst nicht glauben, was du gerade gesehen hast. Dein Atem wird flacher und die Realität verschwimmt mit den Schreckensbildern in deinem Kopf. Vor dir liegt nur der unberührte, makellose Sand. Dein Herz rast und du möchtest am liebsten davonrennen, aber deine Beine fühlen sich schwer an, als ob du bereits tief darin versunken wärst. Und plötzlich hörst du direkt hinter deinem linken Ohr eine Stimme, die vor falscher Freundlichkeit nur so trieft. Keine Sorge. Unterm Sand schläft es sich sehr bequem und... Hast du schon Angst? Ich freue mich, dass ich euch zur dritten Folge des True Crime Eisbergs wieder begrüßen kann. Ich wusste, ihr habt einen auserlesenen Geschmack. Denn nachdem wir uns bisher in diesem Format mit zwei der berüchtigsten Serienmörder der vergangenen Jahrhunderte auseinandergesetzt haben, erwartet uns heute ein weiterer verstörender Fall, der uns die Nerven und den Schlaf rauben wird, der uns tief in die Abgründe der menschlichen Psyche führen wird. Lasst uns also keine Zeit verlieren und uns gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit in diesem Fall begeben. Unser heutiges Setting ist das komplette Gegenteil zum weihnachtlichen Schlesien aus der letzten Folge. Denn in dieser Folge begeben wir uns an die sonnigen Strände Südkaliforniens. Ein Ort mit spektakulären Naturlandschaften und einer pulsierenden Unterhaltungsindustrie, die Menschen aus der ganzen Welt anzieht. Doch wo Licht ist, da ist bekanntermaßen auch eine Menge Schatten. Abseits der schillernden Kulissen von Los Angeles gibt es eine düstere Seite, die oft unerwähnt bleibt, während Verbrechen allgegenwärtig sind. Wer die Eisbergreihe kennt, der weiß bereits von der Geschichte des unaufgeklärten Mordes an Black Dahlia. Die Schatten der Vergangenheit, sie lasten schwer auf dieser Gegend. In den späten 1970er Jahren wurde die Region von einer mysteriösen Serie grausamer Verbrechen erschüttert. Man taufte sie die Toolbox-Morde. Dieser Fall forderte weitaus mehr Opfer, als es anfangs den Anschein hat. Denn noch während der laufenden Ermittlungen ereignete sich eine weitere Tragödie, der Selbstmord des leitenden Ermittlers. Die Umstände seines Todes werfen bis heute Fragen auf. Was hat ihn dazu bewogen, diesen drastischen Schritt zu gehen? War es die ständige Konfrontation mit der brutalen Realität dieser Verbrechen oder hatte er möglicherweise Angst vor den Konsequenzen seiner Ermittlungen? Um das Phänomen der Toolbox-Morde zu verstehen, müssen wir uns in eine Gegend begeben, die nicht nur für talentlose Hollywood-Starlets bekannt ist, sondern auch den zweifelhaften Ruf innehat, einer der höchsten Anzahlen von Serienkillern zwischen 1950 und 2000 hervorgebracht zu haben. Ob es da einen psychologischen Zusammenhang geben könnte? Herzlich willkommen in Psycho Central. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Sommer, Sonne,
Serienkiller. Mit einer schwindelerregenden Einwohnerzahl von 20 Millionen, inklusive einer bunten Mischung aus illegalen Einwanderern, Ausreißern, Obdachlosen und anderen Gestrandeten, bietet diese Region die ideale Spielwiese für Verbrecher jeder Couleur. Horrend hohe Mieten und ein Überfall zum Mitnehmen, bitte. Klingt doch unglaublich verlockend, oder? Die Toolbox-Morde spielen jedoch in einer ganz anderen Liga. Gerade die 1970er Jahre, wie wir sie aus dem Film und Fernsehen kennen, die bunter und vor allem blumiger nicht hätten sein können, mit ihren Maxi-Kleidern, Schlaghosen und gemusterten Hemden, und damals hatte man ja auch keine Probleme, an das gute Zeug ranzukommen, das ist eine Zeit voller Turbulenzen. Denn neben politischen Skandalen und sozialen Unruhen erschütterten die Toolbox-Morde die Bevölkerung bis ins Mark und sorgten für eine regelrechte Welle des Entsetzens, insbesondere unter jungen Menschen. Denn die 5 Opfer, die dieses verheerende Verbrechen forderte, waren nichts weiter als unschuldige junge Mädchen im zarten Alter von 13 bis 18 Jahren. Und obwohl die Morde der berüchtigten Manson-Family, ja, als eingefleischte True-Crime-Enthusiasten, habt ihr sicherlich von denen gehört. Obwohl die bereits für eine hohe Sensibilisierung der Öffentlichkeit für solche Gewaltverbrechen gesorgt haben, werden sie durch unseren heutigen Fall an Grausamkeit übertroffen. Das ist auf eine groteske Art und Weise fast beeindruckend, wenn ihr mich fragt. Und das Traurige daran ist, dass es nicht die Ungerechtigkeit des Schicksals der Opfer in diesem Fall an und für sich ist, sondern die Form der intensiven Berichterstattung der Medien und die erstmalige Übertragung einer Gerichtsverhandlung im Fernsehen, die dazu führen wird, dass dieser Fall in die Kriminalgeschichte der Vereinigten Staaten eingehen wird. Es ist ein Phänomen, das immer wieder zu beobachten ist. Es ist die Faszination am Bösen, das die Geschichten berühmt macht und damit am meisten vor allen Dingen die Täter. Diese Täter haben das Gütesiegel bekommen, in die Kriminalgeschichte eingegangen zu sein. Dieser Fall ist hier auch nichts für schwache Nerven, meine Freunde. Seid gewarnt. Denn ich meine, könnt ihr euch jetzt schon ausmalen, welcher Schrecken diesem Mädchen zuteil wurde? Wenn nicht, wir werden es jetzt herausfinden. Im Schatten der St. Gabriel Mountains ereignete sich im Sommer 1979 eine Reihe grausamer Morde, die zunächst unentdeckt blieb. Als Lucina Lynn Schäfer am 24. Juni desselben Jahres plötzlich auf offener Straße verschwand, setzte sich eine düstere Geschichte in Bewegung, deren Ausmaß eine ganze Nation erschütterte. In den folgenden 5 Monaten wurden mindestens 4 weitere unschuldige Mädchen entführt, auf bestialische Weise ermordet und ihre leblosen Körper im Verborgenen entsorgt. Allerdings bleibt, ähnlich wie im Fall des berüchtigten Jack the Ripper, die Möglichkeit bestehen, dass eine Vielzahl weiterer ungeklärter Morde in Verbindung mit diesem Fall stehen. Heute jedoch lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf Lucinda Lynn Schäfer, auf Andrea Joy Hell, auf Jacqueline Lee Lamb, Jacqueline Doris Gilliam und Shirley Lynette Ledford. Jene, deren tragisches Schicksal der Öffentlichkeit bekannt ist. Mit ihren blonden Haaren und blauen Augen war die 16-jährige Lucinda Cindy Lynn Schäfer der Inbegriff eines braven amerikanischen Mädels. Am Nachmittag des 24. Juni 1979 begab sie sich direkt nach der Kirchenversammlung am Redondo Beach, die sie regelmäßig besuchte, auf den Heimweg, als ein silberner Transporter direkt neben ihr an der Straße hielt. Die 2 Männer, die darin saßen, boten ihr Mary Jane an und eine Mitfahrgelegenheit, was Lucinda jedoch dankend ablehnte. Ohne ein weiteres Wort fuhren sie neben dem Mädchen her und hielten nicht weit von ihr erneut an, wo der jüngere der beiden aus dem Wagen stieg und die Schiebetür öffnete. Lucinda näherte sich völlig ahnungslos dem Van und es dauerte nur Sekunden, in denen der Unbekannte sie packte und durch die geöffnete Tür in den Wagen zerrte. Das Radio begann auf voller Lautstärke zu plärren, und Lucindas entsetzte Schreie wurden übertönt. Trotz ihres verzweifelten Kampfes mit dem Fremden waren ihre Arme und Beine in kürzester Zeit gefesselt und ihr Mund mit Klebeband versiegelt. Er war zu stark. Viel zu stark. Unkontrolliert liefen ihr die Tränen über die Wangen, als sie sich auf den Weg in die Berge machten. Lucinda würde nie nach Hause kommen. Ein ähnliches Schicksal ereilte am 8. Juli die 18-jährige Andrea Joy Hell, die nach einem sonnigen Tag am Strand mit ihrer Schwester einen Abstecher zu ihrem Freund einlegen und per Anhalter entlang des Pacific Coast Highway weiterfahren wollte. Dort traf sie auf ihre Peiniger. Sowohl Lucindas als auch Andreas Leiche wurden nie gefunden. Auch die beiden Freundinnen Jacqueline Jackie Doris Gilliam und Jacqueline Lee Lamb, jeweils erst 15 und 13 Jahre alt, warteten am 3. September auf eine Mitfahrgelegenheit auf dem Weg zum Hermosa Beach. Als 2 zuvorkommende Männer neben ihnen in einem silbernen Van anhielten, nachdem sie die unschuldigen Mädchen mehr als 48 Stunden lang gefangen gehalten, missbraucht und den Prozess mit einer Polaroid-Kamera festgehalten hatten, machten sie ihrem Leben ein Ende. Als die Ermittler ihre Leichen Monate später dann in der Abgelegenheit der St. Gabriel Mountains fanden, wurde das Ausmaß ihrer grausamen Foltermethoden erstmals sichtbar. Und ich werde euch die schaurigen Details hier nicht antun, weil ihr sonst vermutlich
ähnlich gut schlafen könnt wie ich danach. Ja, nachdem ich mir die Fallakten durchgelesen habe, vertraut mir. Doch so viel sei gesagt, der Name der Toolbox-Killer, der liegt darin begründet, dass eine schaurige Sammlung an Werkzeugen genutzt wurde, denn als man Jackies Leiche fand, waren die Verletzungen am Schädel des Mädchens eindeutig mit dem Eispickel zu erklären, der ebenfalls dort gefunden wurde. Als wären diese Funde nicht grausam genug, übertrifft die Brutalität, mit der das letzte Opfer zu Tode gequält wurde, alle anderen Morde bei weitem. Wie das überhaupt möglich ist, fragt ihr euch? Nun, es fällt mir nicht leicht, die schweren letzten Stunden zusammenzufassen, ja, die dieses erst 16-jährige Mädchen durchstehen musste, doch es ist für unseren Fall tatsächlich von Bedeutung. Nach einer Halloween-Party suchte Shirley Lynette Ledford dringend eine Mitfahrgelegenheit auf einer Tankstelle in der Gegend von Burbank. Doch nachdem das Mädchen erleichtert das entgegenkommende Angebot zweier Fremder angenommen hatte, die sie nach Hause bringen wollten, nahm diese Fahrt eine düstere Wendung. Sie dokumentierten ihr bestialisches Vorgehen, dieses Mal nicht nur mit der Kamera, sondern zeichneten die Folter des Mädchens zusätzlich auf Tonband auf. Allerdings sollte genau das den beiden Toolbox-Killern zu Verhängnis werden. Denn nachdem sie die Leiche Lynettes achtlos in einem Vorgarten am Straßenrand geworfen hatten, war ihnen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Polizei mehr als sicher. Tatsächlich wurden die Fälle der vermissten Mädchen anfangs nicht miteinander in Verbindung gebracht und die Polizei ging bis zum Fund des letzten Opfers davon aus, dass es sich um isolierte Vorfälle handelte. Doch das wahre Grauen wartete noch auf sie, denn sie hatten es nicht nur mit vermissten Mädchen zu tun, sondern mit systematischer Entführung, Folter, Vergewaltigung und letztendlich grausamen Mord. Trotz der unverhohlenen Grausamkeit sind die Toolbox-Morde vergleichsweise unbekannt. Es gibt zwar Zeitungsartikel, Bücher und Dokumentationen zu diesem Fall, doch im Vergleich zu anderen Kriminalfällen wie Jack the Ripper, Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer ist er bei weitem nicht so berüchtigt. Und vielleicht liegt das daran, weil die Details so abscheulich sind, dass allein der Reiz am Grusel eben nicht mehr reicht, um sich das wirklich freiwillig anzutun. Und ich würde behaupten, dass ich mich im Bereich True Crime recht gut auskenne. Aber dieser Fall, der hat mich mehr mitgenommen, als ich jetzt hier zugeben möchte. Während meiner Recherche stieß ich auf eine Dokumentation, in der die Stimmen der Individuen zu hören waren, die diese abscheulichen Verbrechen begangen haben. Und ich bin ganz ehrlich, that hits different. Dadurch wird das alles echt lebendig, nahbar. Und wenn man sich intensiv mit solchen drastischen Themen auseinandersetzt, muss man aufpassen, nicht zu tief in diesen Abgrund zu blicken. Ja, ihr wisst ja, sonst blickt er zurück. Nicht, dass es einen dann zu tief herunterzieht. Also zumindest nicht ohne die geeignete Tauchausrüstung. Aber die brauchen wir ja schon für die Verschwörungseisberge. Um den Fall der Toolbox-Morde zu lösen und damit das Rätsel hinter diesem brutalen Verbrechen zu entschlüsseln, müssen wir jeden einzelnen Hinweis sorgfältig untersuchen. Aber wo fangen wir da an? Ich kann förmlich die Fragezeichen über euren Köpfen sehen, aber keine Sorge. Ihr seid in dieser Sache nicht allein. Die Ermittler waren zu Beginn genauso ratlos. Und mir scheint es, als ob sich hier bereits ein, ich weiß nicht, ein wiederkehrendes Muster abzeichnet. Was meint ihr? In unserer ersten Folge waren es die ahnungslosen Beamten von Scotland Yard, die ihre brillante Strategie darin sahen, Jack the Ripper auf frischer Tat ertappen zu können. Super Plan. Mal so nebenbei. Und dann erinnern wir uns an die Polizisten im Fall Karl Denke, die zunächst das eigentliche Opfer hinter Gitter brachten. Wahrliche Meisterprofiler. Zugegebenermaßen schienen die beiden Täter im heutigen Fall zunächst mit äußerster Vorsicht vorzugehen und somit keine Spuren zu hinterlassen, also bis sie es dann doch taten. Da die Polizei anfänglich bei den vermissten Mädchen von Ausreißern ausging, gab es keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein sadistisches Kidnapper-Duo hinter dem Verschwinden der Opfer stecken könnte. Erst durch einen dramatischen Vorfall, der sich einen Monat vor dem fünften und letzten Mord ereignete, gelang es den Ermittlern ganz unwissentlich mal wieder die richtige Spur aufzunehmen. Denn am Sonntag, dem 30. September, stießen die beiden Entführer auf Shirley Sanders, die ihren Vater in Manhattan Beach besucht hatte. Wie auch den anderen Mädchen boten sie ihr eine Mitfahrgelegenheit an. Doch als sie diese ablehnte, zerrten sie die schreiende junge Frau in den silbernen Transporter. Ihr Leben stand kurz davor, auf brutalste Art und Weise unter bestialischer Gewaltanwendung in einem wochenlangen Todeskampf beendet zu werden. Doch wie durch ein Wunder gelang es ihr, aus den Fängen der beiden Fremden, die sie zuvor gewaltigt hatten, zu entkommen. Sie meldete den Angriff, konnte ihre Angreifer jedoch nicht identifizieren. Lediglich der silberne Van blieb ihr auf so tragische Weise in Erinnerung. Haltet euch einfach grundsätzlich von Typen mit Van fern. Dass die beiden grausamen Killer Shirley hatten entkommen lassen,
war nicht ihr einziger Fehler, denn kurz nach ihrem letzten Mord meldete sich ein weiterer Zeuge, und zwar ein Mann namens Jimmy Dalton. Der sagte gegenüber der Polizei aus, dass Roy Norris, sein ehemaliger Freund und Mitgefangener, ihm stolz von den jüngst von ihm begangenen Morden berichtet hatte. Da haben wir es mal wieder, ja? Serienkiller wollen Anerkennung für ihre Taten. Ist auch prinzipiell mein Thema der Wahl, wenn ich mich mit meinen Freunden zu einem Käffchen treffe. Geht euch wahrscheinlich ähnlich, oder? Norris soll ihm gegenüber mit den Taten angegeben haben, die er zusammen mit seinem Komplizen Lawrence Bittaker in der Gegend der South Bay begangen hatte. Zuerst waren die zwei Ermittler, die mit diesem Fall betraut waren, Paul Bynum und sein Partner Tom Cray, skeptisch, da Dalton selbst ein Serienvergewaltiger war. Was für eine tolle Gesellschaft. Doch als dieser erwähnte, dass die beiden Entführer in einem silbernen Van umherfuhren, war das Interesse der beiden Beamten geweckt, denn die Beschreibung passte zu der Aussage des letzten Vergewaltigungsopfers Shirley Sanders. Kurzerhand entschied sich Bynum dazu, das Plappermaul überwachen zu lassen, was sich als Glücksgriff entpuppte, da Norris kurze Zeit später wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen an Ort und Stelle festgenommen werden konnte. Ja, aber selber schuld, wenn man einfach so mit Mary Jane spazieren geht. Bei der darauf folgenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie 500 heimlich aufgenommene Fotos von jungen Mädchen und Frauen in Norris' Besitz. Die Bilder zeigten sie auf dem Heimweg von der Schule, im Supermarkt, auf Parkplätzen und am Strand. Und jedes Foto ein potenzielles Opfer, auf das sie nur zu warten schienen. Bynum und Cray baten den Staatsanwalt Stephen Kay um Mithilfe, als ihnen klar wurde, dass die Aussage Jimmy Daltons zu trauen war. Denn they also found a photograph of the girl who was nude from the waist down with her hands folded behind her head, who we now know was Jackie Gillam. Doch das Grauen hört hier nicht auf, denn trotz Bittakers Versuch, alle Beweismittel aus dem Van zu schaffen, übersah er ein winziges Detail. Die Tonbandaufnahme von Lynette Ledfords brutaler Vergewaltigung und Folter. Erdrückender kann eine Beweislage nicht mehr sein. Was sind das für Menschen, die zu solch bestialischen Verbrechen in der Lage sind und das auch noch aufzeichnen für späteren Gebrauch? Nun, Lawrence Bittaker, der brach mit 17 Jahren die Schule ab, nachdem er schon mehrere Begegnungen mit der Polizei und den Jugendbehörden hatte. Sein Vorstrafenregister wuchs stetig weiter, bis er schließlich wegen Autodiebstahls, Fahrerflucht und Flucht vor der Verhaftung festgenommen und in die California Youth Authority gesteckt wurde. Eine erste psychiatrische Untersuchung im Jahr 1961 ergab, dass Bittaker höchst manipulativ und von beträchtlicher versteckter Feindseligkeit geprägt war und mit einem IQ von 135 als hochintelligent galt. Nun, meine Freunde, mit einer so liebenswerten Persönlichkeit schien einer erfolgreichen Karriere als Verbrecher nichts mehr im Wege zu stehen. Denn hatte dieser manipulative, feindselige, hochintelligente junge Mann bereits auf diese Weise einige Tools für seinen Serienkiller Baukasten kuratiert. Nachdem er Jahre später einen Angestellten zu ermorden versucht hatte, als dieser ihn beim Ladendiebstahl aufhalten wollte, steckte man ihn erneut ins Gefängnis. Eine weitere psychologische Evaluierung wurde durch Dr. Robert Markman durchgeführt, der Bittaker als klassischen Soziopathen bezeichnete und davor warnte, ihn zu entlassen. Bittaker war hochgefährlich und dennoch wurde er im November 1978 auf freien Fuß gesetzt, aber nicht ohne eine ganz besondere Freundschaft zu schließen. Roy Norris gehörte zunächst nach seinem Schulabbruch der Marine an. Doch nachdem er im November 1969 versucht hatte, in San Diego eine Frau zu vergewaltigen, wurde er aufgrund von psychischen Problemen aus der Marine entlassen. Hat irgendjemand sich um eine Behandlung gekümmert? Nein? Nein, lieber einfach entlassen und frei herumwildern lassen. Sonst hat die Polizei ja auch nichts mehr zu tun. Erst im Mai 1970 wurde er dann von den Straßen geholt und als Sexualstraftäter mit schweren psychischen Störungen ins Atascadero State Hospital eingewiesen, nachdem er eine junge Frau auf dem Campus des San Diego State College angegriffen hatte. So unterschiedlich beide Männer auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, verband sie eine Sache: die abstoßende Fantasie, junge Mädchen zwischen 13 und 19 Jahren entführen, foltern und vergewaltigen zu wollen. A match made in hell. Wie zur Hölle entdeckt man diese Gemeinsamkeit überhaupt? Dennoch wird angenommen, dass Lawrence Bittaker der Drahtzieher hinter den Toolbox-Morden war, gerade durch seine hohe Intelligenz und Planungsfähigkeit, während Roy Norris eher der Mann fürs Grobe war. Ausgerüstet mit dem präparierten Van, den sie liebevoll Murder Mac tauften, gingen sie schließlich auf ihren ersten Beutezug. Dabei legten sie besonderen Wert auf eine Schiebetür, durch die sie ihre Opfer ohne großes Aufsehen entführen konnten. Eine Sofortbildkamera und ein Aufnahmegerät, um ihre Verbrechen bestmöglich dokumentieren zu können, durften auch nicht fehlen. Und die berüchtigte Toolbox, die ihnen letztlich
ihren Namen verlieh. Ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht auf ihre Foltermethoden eingehen. Allerdings sei eins klar, Zange, Kleiderbügel, Eispickel und Vorschlaghammer haben meiner Meinung nach jetzt nichts mit einem herkömmlichen Werkzeugkasten zu tun. Während der Gerichtsverhandlung im Jahr 1981 wurde mehr als deutlich, in welchem Ausmaß Lawrence Bittaker und Roy Norris ihre Opfer auf sadistische und brutalste Weise quälten und töteten. Und da endete dann ganz schnell die Freundschaft der beiden, als Norris nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft gegen Bittaker aussagte, um so der Todesstrafe zu entgehen. Bittaker seinerseits beschuldigte Norris und behauptete, er sei selbst nur der Mitläufer gewesen. Die Beweislage gegen das Toolbox-Duo war auf jeden Fall erdrückend. Die Aussagen für Shirley Sanders und Jimmy Dalton, hunderte Fotos von ahnungslosen Mädchen und Frauen, die in Norris' Wohnung sichergestellt wurden und natürlich die verstörende Tonbandaufnahme, die Ermittler später im präparierten Murder-Van der beiden Verdächtigen fanden, veränderte den Verlauf der Verhandlung nachhaltig. Die markerschütternden Schreie Lynettes halten durch den Raum, als die Staatsanwaltschaft den Geschworenen die 17-minütige Aufnahme vorspielte. Einige brachen Tränen aus oder mussten sogar den Gerichtssaal verlassen. Ich denke, es spricht für sich selbst, dass die Tonbandaufnahmen heutzutage dafür verwendet werden, um FBI-Beamte darauf vorzubereiten, mit welchem Ausmaß an Trauma sie konfrontiert werden, wenn sie der brutalen Realität von Folter und Mord ausgesetzt sind. Und ich kann nicht in Worte fassen, wie froh ich darüber bin, dass diese Aufnahmen nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Das Urteil in unserem heutigen Fall bedeutete für Lawrence Bittaker die Todesstrafe, während Roy Norris aufgrund des Deals nur zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das Urteil gegen Bittaker wurde jedoch nie vollstreckt, da seit der letzten Hinrichtung im Jahr 2006 kein Insasse des Todestrakts im kalifornischen Gefängnis St. Quentin durch die Hand des Staates den Tod gefunden hat und die Todesstrafe im Jahr 2019 tatsächlich ganz ausgesetzt wurde. Ich kann mir allerdings nicht erklären, wie trotz dieser unaussprechlichen Gräueltaten Bittaker und Norris die Möglichkeit bekamen, eines natürlichen Todes zu sterben, während ihren Opfern Zukunft und Leben auf abscheuliche Weise genommen wurden. Bittaker starb am 13. Dezember 2019 im Todestrakt des St. Quentin Gefängnis. Norris starb 2 Monate später am 24. Februar 2020. Sie überlebten nicht nur ihre Opfer und auch einige der Geschworenen, die in diesem Prozess übrigens einstimmig für die Todesstrafe gestimmt hatten. Und ihr erinnert euch da auch daran, dass ich sagte, einer der Ermittler hätte sich das Leben genommen. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Paul Bynum begann 1987 Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief sprach er über die Angst davor, dass die beiden nach einer Entlassung Rache an seiner Familie nehmen würden und dass dies einer der Hauptgründe dafür ist. Ist das Ende dieses Falles nicht unfassbar? Was haltet ihr vom Ausgang dieses Falles? Schreibt es gern in die Kommentare. Wie ein ganzes System, das darauf ausgerichtet sein sollte, die Schwächsten und Schutzbedürftigsten unter uns zu schützen, ausgerechnet in diesem Bereich so versagt hat. Wie können bereits verurteilte Straftäter überhaupt in der Lage sein, einen derart diabolischen Plan in die Tat umzusetzen? Wenn ihr mich fragt, sind die offenkundigen Missstände in der Strafverfolgung mit an dem Tod dieser Mädchen verantwortlich. Denn so freigeistig die 70er Jahre auch waren, nicht jedes vermisst gemeldete Mädchen sucht nur ihr Glück in der weiten Welt. Oder was meint ihr? Obwohl unsere anfängliche Theorie, dass Bittaker und Norris diese schutzlosen Mädchen nur zur Auslebung ihrer sexuellen Fantasien missbraucht haben, auf den ersten Blick durchaus plausibel erscheint, ist es wichtig zu erkennen, dass ein Motiv oft komplexer ist und Hinweise auf die Psyche eines Täters liefert. Erinnern wir uns, dass es sich in diesem Fall nicht um die Vergewaltigung zufällig ausgewählter Opfer handelt, die im Anschluss beseitigt wurden. Diese Mordserie war auf lange Hand geplant. Ein präparierter Van mit Schiebetür, um die Opfer auf effektive Weise entführen zu können. Eine Sofortbildkamera, ein Tonbandgerät, um ihr widerliches Vorgehen zu dokumentieren. Und letztlich verschiedene Werkzeuge. In einem Sammelsurium des Grauens zusammengestellt und darauf ausgelegt, ihre Opfer damit zu quälen und ihnen letztendlich auf unmenschliche Weise das Leben zu nehmen und natürlich auch noch diese Vorbereitung, diese Observation ihrer potenziellen Opfer. Sadismus spielt hierbei natürlich eine entscheidende Rolle. Die beiden Täter empfanden offenbar besondere Lust daran, ihre Opfer leiden und um ihr Leben kämpfen zu sehen. Ihr Hass gegenüber Frauen wird durch die Ausübung von Gewalt deutlich und die Schmerzen, die sie den Mädchen zufügten, um auf diese Weise Macht ausüben und somit ihren sadistischen Trieben nachgehen zu können. Sexuelles Verlangen. Das war nun Teil des Ganzen. Denn es besteht ein deutlicher Unterschied darin, ob der Kleiderbügel in so einer Situation verwendet wird, um seinen sexuellen Fantasien nachzugehen, ohne den tatsächlichen Vorsatz getroffen zu haben, das Opfer zu strangulieren
und der gezielten Absicht, damit zu töten. Es ist wichtig zu verstehen, dass solche Taten oft von tiefer liegenden Emotionen und Problemen getrieben werden können. Und es ist entscheidend, dass wir uns als Ermittler nicht nur auf die oberflächlichen Beweise konzentrieren, sondern auch versuchen, die Persönlichkeit und Motivation des Täters zu verstehen. Und dadurch ergibt sich dann ein völlig anderes Gesamtbild, das eine mögliche Verurteilung beeinflussen kann. Die Toolbox-Morde gehören zweifellos zu den entsetzlichsten Verbrechen der Geschichte der Vereinigten Staaten, die tiefe Spuren im öffentlichen Bewusstsein hinterlassen haben und ein verstörendes Beispiel dafür sind, wozu Menschen fähig sein können, selbst in der vermeintlichen Stadt der Engel. Umso wichtiger ist es, sich daran zu erinnern, dass hinter den Namen der Opfer Menschen mit Hoffnung und Träumen standen, die von einer Familie geliebt wurden. Es sind nicht nur die Leinwände, auf die psychopathische Männer mit grellen Farben ihre brutalen Fantasien gemalt haben. Doch dieser Eindruck wird von Boulevardmedien oft vermittelt. Vielleicht, weil es schier unmöglich ist, sich die Gräuel dieses Schicksals vorstellen zu können. Einige dieser Mädchen hatten kaum die Chance auf einen Start in dieses Leben. Stattdessen mussten sie ihre letzten Stunden unter qualvollen Schmerzen und in Todesangst durchstehen. Wir müssen uns als Gesellschaft bewusst machen, dass solche Verbrechen nicht nur Auswirkungen auf die unmittelbaren Opfer und ihre Familien haben, sondern auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Fälle wie die Toolbox-Morde könnten da den Anstoß geben, sich in der Strafverfolgung stärker auf die Identifizierung und Behandlung von Personen, die sadistische Tendenzen aufweisen, zu konzentrieren. Wenn man auf diese Weise in der Lage ist, dieses Gewaltpotenzial frühzeitig zu erkennen und professionelle Hilfe anzubieten, kann dies möglicherweise dazu beitragen, ähnliche Gewaltverbrechen in Zukunft zu verhindern. Doch hier liegt noch ein weiter Weg vor uns, fürchte ich. In der nächsten Folge geht es direkt weiter mit einer ganz besonderen Schauergeschichte. Bleibt gespannt, meine Freunde. Ich glaube, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Ruhe. Bewertet gern das Video, teilt es mit euren Freunden und atmet mal kurz durch. Bis dann, Tschüssikowski.